herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich guck mal, ob ich inzwischen dran bin. Herr Gordes? Ja? Mir fällt gerade ein, Sie hätten auch was sagen können, ne? Oder waren Sie an dem Tag nicht da? Also ich war nur dabei, als das Auto gefunden wurde. Ja, aber Sie haben doch mit untersucht. Sie haben doch auch gesehen, dass da keine Batterie drin war, richtig? Ja. Ja. Wenn Sie beide übrigens mögen, außer Herr Varuna und Herr Gordes, die können sich gerne hinter Ihnen was zu trinken holen. Ich hab schon. Ich hätte eigentlich ein bisschen was zu tun. Ja, wie schon gesagt, ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass Sie jetzt noch ein bisschen brauchen. Und die so schnell sind. Ja, ich habe damit gerechnet, dass Sie eine schriftliche Einladung kriegen. So. So, und zwar, wir haben uns entschieden, der Herr Müller muss nur den Schaden, also die Rechnung, die da aufgekommen ist, bezahlen. Das sind 21.000. Hat eine Woche dafür Zeit. Und ja, hiermit ist das ganze Rechtskräftig. Ja, weil wir sagen es so, er hat den Schaden verursacht, dann muss er dafür auch gerade stehen. Er hat es zugegeben, also brauche auch keine 10.000 Euro extra zahlen. Ich habe auch gesagt 5 bis 10. So dazwischen. Ja, wenn es jetzt weniger Strafe gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Keine extra Strafe noch drauf. Einfach nur den Schaden bezahlen. Herr Neumann? Ja? Also könnte ich das auch in Raten zahlen? Das wäre immerhin schon mal etwas, ja. Wie viel wollen Sie denn schon mal überweisen? Das, was ich gerade anbieten kann, sind 5.000. Na, dann haben wir immerhin schon 5.000. Dann fehlen nur noch 16.000. Oh. Das kann ich nicht machen, ich bräuchte dafür mein Handy kurz wieder. Ja, ach so, ja, natürlich. Hier bitte. Danke. Wenn das überwiesen ist, dann kommen wir zum nächsten. Zur nächsten Frage, oh, richtig. Ja, gut. Schreiben wir auf, dass nur noch 16 da sind. Entweder dann beim Polizisten oder bei mir melden, wenn Sie den Rest überweisen. Ja. Was? Dann sind Sie hiermit entlassen, Herr Müller. Danke. Hey, Stefan? Ja? Diesel, gib mal den Schlüssel vom LKW, bitte. Bitteschön. Okay. Kannst du mal gerade den LKW nehmen und damit in den Wald fahren und den John Deere abholen? Jo. Also den hässlichen LKW nehmen. Jo. Ey. Herr Gordes, könnten Sie sich einmal kurz durchlassen? Hä? Können Sie sich einmal kurz durchlassen? Warum gehen Sie denn ausgerechnet hier lang? Ich musste mich noch die Unterlagen holen, deswegen. Die Tür mag dich anscheinend nicht, Volker, wa? Hm? Die Tür mag dich nicht. So, da bin ich. So, dann kommen wir zum nächsten Anliegen. Und zwar der Unfall von Herrn Gordes und Herrn Varuna. Haben Sie noch eben schnell die Unterlagen für mich eingegangen? Ich konnte da noch keinen Blick einwerfen. Ja, habe ich. Ich schicke sie Ihnen gerade mal kurz zu. So, danke. Ist es eigentlich okay, wenn ich hier stehen bleibe? Von meiner Seite aus ja. Das ist okay. Ja, hier hat man viel besseren Blick als Zuschauer. Na, Sie sind ja selbst involviert. Ich? Ja. Ja. Wenn man immer Zeugen braucht, das ist unnötig. Ja, ach, Herr Jäger, fahren Sie vor. Mir fällt auch gerade noch ein, ich habe ja auch noch das Testergebnis gehabt von der Hemdgeschichte, da schicke ich Ihnen gleich auch nochmal hinterher.
Jo. Sonst so, jetzt nochmal fertig. Ich hab's zugeschickt, Herr Diesel. Sehr schön. So, Herr Jäger, dann schießen Sie mal los. So, und zwar. Es steht ja natürlich kein Datum drauf, ist natürlich auch wieder der Knaller. So, und zwar, laut der Aussage von Herrn Varuna, lag Dreck auf der Straße und ist deswegen gerutscht, als der Knall passierte. Worum geht's überhaupt gerade? Der Unfall von Herrn Gordes und Herrn Varuna am Zentrallager. Okay. Und zwar, wie schon gerade gesagt, die Aussage von Herrn Varuna war, dass Dreck auf der Straße war und er deswegen gerutscht ist. Was ihn dann den Unfall verursacht hat. Allerdings ist die Aussage von Herrn Gordes natürlich etwas genauer. Und darf ich noch was dazu sagen? Ja. Dann muss ich auch noch dazu sagen, dass laut der STVO an dieser Stelle rechts vor links war. Und ich eigentlich Vorfahrt hätte. Wollte ich gerade sagen, die Straße ist eigentlich eine Vorfahrtsstraße. Entschuldigung. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Sie sind mit. So eine unnötigen Fragen beantworten wir nicht. Okay, dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen, Jan. Jo, dann ist das hiermit beschlossen. Er bekommt die gesamte Strafe. Herr ja. Neumann. Ich habe weder eine schriftliche Einladung zu diesem Termin erhalten, noch habe ich eine Anklageschrift oder sonst irgendwas erhalten. Da müssen Sie mich nicht ansprechen. Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade soll. Wie schon gesagt, das lag ein Fehler bei der Staatsanwaltschaft vor. Das kommt ja, nachgereicht. Dann klären Sie das und reichen Sie das schriftlich bitte nach. Auf Wiedersehen. Trotzdem ist jetzt die... Also, ich weiß nicht, was die wollen. Es kann ja sein, dass die mich anzeigen wollen oder sonst irgendwas. Ich wurde befragt, ja. Ich wurde nicht eingeladen zum Termin. Und ich habe keine Anklageschrift gekriegt. Von dem her weiß ich tatsächlich nicht, was ich hier überhaupt soll. Also, und dann nehme ich mir einfach mal das Recht raus, dass ich hier auch wieder verschwinde. Das ist für mich ganz einfach. Wenn die mir das schriftlich zuschicken, dann kann ich nämlich mit meinem Anwalt darüber reden. Ja? Aber so habe ich ja gar keine Möglichkeit, irgendwie mich zu verteidigen. Und solange ich die nicht habe, werde ich auch nicht zu einem Gerichtstermin irgendwie Stellung beziehen. Das ist ja mal sowas von lächerlich. Nee. Nicht mit mir, meine Leute, nicht mit mir. Die wollen mir hier jetzt den Unfall in die Schuhe schieben. Die Beweisführung ist miserabel. Wenn der Herr Polizist nicht mal weiß, an welchem Tag das Ganze passiert ist, ja? Was weiß er denn dann überhaupt? Also was ist denn das für eine Beweisaufnahme? Nee. Nicht mit mir. Ja, rechts vor links. Ja, ist ja klar, dass er rechts vor links ist. Also es war ja eine Ausfahrt, ohne Zweifel. Aber... Nee. Nicht mit mir. Und wenn die jetzt irgendein Urteil fällen... dann kannst du dir aber sowas von sicher sein, dass ich da Widerspruch einlege. Weil so wie sie es beim Müller gemacht haben, dass es direkt rechtskräftig wird, das können sie bei mir vergessen. Hallo. Stefan Müller hier. Servus. Zwei, drei Fragen hätte ich. Jo. Erste Frage, wo soll der John Deere jetzt hin? Das ist, Diesel seiner, der müsste eventuell noch bei der Polizei sein. Ich bin da nicht mehr. Nein, den LKW habe ich, plus der John Deere, den ich aufgeladen habe. Der John Deere, wo der ist, oder? Nein, den habe ich ja schon drauf. Wo soll ich den hinfahren?
Ja, zur Polizei, weil der Diesel muss ja von dort wieder weg. Okay. Dann soll der Herr Oberhausen noch irgendwas bei Ihnen gerade machen? Hat der... Der hat Dings da... Ist Feld hat er fertig. Dann könnt er abladen. Abladen und dann müssten wir Stroh einsammeln. Im Hofsilo abladen. Ja, ja. Oder was hat er geerntet? Weizen. Ja. Weiß nicht, ob er mit Strohablage gemacht hat. Ja, war Strohablage dabei. Vielleicht fällt ja ein Ladewagen eventuell bei mir mal ab. Ja, ja, hat man ja gesagt, kannst du haben. Nee, dann soll er Eier verkaufen bei der Bäckerei Waldmeister, wenn er dafür Zeit hat. Jo. Ich würde ihm aber auch... Ich komme jetzt zum Hof, dann spreche ich direkt mit ihm. Ja. Einmal, den Traktor soll ich jetzt zur Polizei bringen, dass der Diesel wegkommt. Genau, der LKW ist auch ein Diesel seiner. Ja, ich verstehe das gerade nicht. Den Traktor, den nimmt er zum Wegfahren. Wer nimmt dann den LKW? Den nimmt er. Aber er kann ja nur ein Fahrzeug fahren, deshalb hat er den Tieflader mitgenommen. Ah! Ja. Und wenn er dann... Ich weiß ja nicht, wo du hin musst. Ich werde gucken, ich werde wahrscheinlich auch jetzt zu dir fahren und dir helfen. Weil oben ist es soweit jetzt eigentlich alles klar. Dann ruf doch mal einen Diesel an, wenn das geht, und frag den mal, ob der noch einen Ladewagen hat. Ja, mach ich. Weil ein Ladewagen kriege ich ja vom... Ja, zur Not, ich hätte auch noch einen Ladewagen bei mir oben. Ja, aber das ist nur so ein kleiner. Ja. Servus. Vorhin was. Jo. Ja, kannst du ja auch machen. Mir ist jetzt egal. Oder du guckst mal, ob dein Feld gemäht werden muss. Ich rufe einfach mal kurz den Diesel an, wenn der in der Stadt, dann hole ich den von oben. Jupp, mach das. So. Gut, ciao. Ciao. Servus. Moin. Du könntest gerade mal den LKW nehmen. Ich habe den Herrn Krüger schon angerufen und den Xerio mit dem Ladewagen steht schon bereit. Sein Xerio. Ja. Also. Aber dann stellt er uns die Rechnung auch das Auto in Rechnung. Ja, soll ich mit dem Xerion abholen oder mit dem Ladewagen? Mit dem LKW. Mit dem Xerion den Ladewagen abholen wäre gut. Also mit dem Xerion also. Okay. Ja, und dann warte mal. Nicht so schnell. Dann warte, ich mach kurz mal hier aus. Wen soll ich der ganze Weizen? Ab ins Silo. Das? Da vorne? Jo. Und dann, warte, nicht so schnell, du bist so flott, ey. Ja, sportlich. Ja, und dann machst du bitte, Bin jetzt bereit für den runter. Nee, kannst du drauf lassen, sieht shit aus. Ja. Dann nimmst du vorne den Tatra, packst dir hinten den Eieranhänger ran. Aha. Und fährst den Eieranhänger zur Waldmeier. Waldmeister, glaube ich. Waldmeister, Bäckerei. Oben rechts oder oben links oder wo? In Kirchdorf. Oben beim Schafbauern im Dorf. Ah. Bäckerei Waldmeister. Ja. Ich lade da nochmal zwei Paletten drauf und dann kannst du die verkaufen fahren. Ja, okay. Dann fahre ich zuerst da hoch und dann hole ich den Ladewagen ab beim Krüger. Nee, du fährst da dann mit dem Tatra, dann hole ich den Ladewagen. Ach so. Ja, dass wir ein bisschen schneller sind. Ja. Gut. Was, dann tust du das in der Silo? Nein, das machst du. Ich muss dann noch zwei Paletten aufladen. Ja, dann. So, da ist nämlich noch eine fast fertig. Oder ist fertig? Ah, hier ist noch gar keine fertig. Muss doch zeitlich passen.
So, ja, ich bin mal gespannt, was für Folgen das noch haben wird, dass ich das hohe Gericht so vor den Kopf gestoßen hat. Schauen wir mal. Aber wenn sie das alles ordentlich machen, bürokratisch, so wie es eben in Deutschland nötig ist, dann kann es sein, dass hier irgendwas schief gelaufen ist. Die stehen irgendwie so rum. Dann wäre ich natürlich auch bei der Verhandlung dabei geblieben, aber so habe ich da wenig Lust drauf. Aber wie gesagt, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wildfarm. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht er dann gleich mit, ne?